Danke, dass ich hier sein kann im Jugend-Tech-Club in Berlin. Ich mache den Vortrag zusammen mit der Deutsche Bahn Stiftung, deswegen das DB-Logo auf den Seiten. Das macht aber nichts, da arbeite ich bei der Deutschen Bahn, aber offene Daten ist das, was ich schon seit fast 10 Jahren mache und da nehme ich auch gerne mit. So, worum geht es heute? Ich möchte euch gerne zeigen, was sind denn offene Daten oder ist es Open Data und warum ist das so wichtig? Frage ist, gibt es denn auch Live-Daten? Ja, gibt es schon, zeige ich euch nachher. Ganz wichtig, tolle Beispiele überall zwischenstreuen und ich zeige euch Daten aus Berlin, von der Deutschen Bahn, von der NASA und bin nachher offen natürlich für eure Fragen. So, fangen wir an. Ja, mit den Daten. Klar, es geht um offene Daten und das sind die Daten und das ist sehr schwierig lesbar. Aber so sehen die aus, ne? Ist jetzt, kann man ganz schlecht sehen, das sind die Bäume in Berlin, die Straßenbäume, die in der Straße sind. So kriegt man die Daten, aber das ist total schwer lesbar. Also wichtig ist, mit den Daten was anzufangen. Zum Beispiel, ich habe mal angefangen, Daten ist oftmals was Statistisches, also habe ich nachgeguckt, wenn ich jetzt alle Bäume in Berlin nehme, die in der Straße sind, sind so 1,5 Millionen Bäume, was ist denn so der größte Baum, der kleinste Baum, was ist denn der Durchschnittsbaum? Ja, also habe ich mit Guckt, was heißt das? Ja, das ist so 37 Jahre alt, der Durchschnittsbaum, 11 Meter hoch, hat einen Stammumfang, ganz viele Daten, die ich ausgewertet habe, und am Ende kam echt ein Baum raus und den habe ich dann gesucht. Ja, da steht hier im Bild zu sehen, das steht in der Salvator-Allende-Straße, ist in Köpenick, und habe ein Foto gemacht und ein bisschen was dazu geschrieben und habe dann festgestellt, oh, Berlin sammelt ganz viele Bäume, aber es gibt ja eine Straße, da gibt es einen Baumkataster, wo da alle drinstehen. Dann gibt es noch einen für alle Bäume, die in so Parks rumstehen. Es gibt eine Liste mit Bäumen, die an Ufern sind, also an Flüssen und an Seen. Und jeder zählt die immer einzeln. Da gibt es noch Bäume, die sind auf Friedhöfen, Bäume, die sind im Wald. Und jeder hat so seine eigene Liste oder Kataster von Bäumen. Da kann man immer gucken, was man damit machen kann. Viel interessanter finde ich aber, wenn zum Beispiel sowas ist. Vor kurzem war die Kirschblüte. Und eine Kirschblüte, so 2 Wochen in der Stadt, wo die ganzen Bäume so schön pink-rot wachsen und aufblühen. Und da gehen genau solche schicken Bilder, kann man da machen, wenn man dann wüsste, wo die schicken Alleen mit den Kirschbäumen sind. Also, man kann sich die angucken, die ganzen Daten von diesen Bäumen. Da stehen auch drinne, was das für Bäume sind, wie groß die sind und wo die stehen. Man kann also diese Alleen rauskriegen und dann genau dorthin gehen und genauso solche schicken Fotos machen und sie finden. Auch sehr schön, hier um die Ecke, hier ist das X-Heim, heute nur remote, aber da ist das Jugend-Hack-Lab in Berlin. Da gibt es natürlich Bäume an der Straße, logischerweise. Jeder grüne Punkt ist ein Baum. Und die Bäume haben normalerweise im Sommer irgendwann Probleme, die kriegen zu wenig Niederschlag ab. Also kann man sich, hier ist eine Seite von, heißt Gieß deinen Kiez, da kann man sich so einen Baum adoptieren. Man kann sagen, ja, ich möchte mich um den einen Baum vor meiner Haustür oder wo immer, ich möchte mich nicht um den kümmern, ich möchte ihn gerne gießen. Dann sieht man jetzt hier zum Beispiel die Kaiserlinde vor dem Haus hier. Da sieht man, okay, letzten Tag, wenn ich jetzt Frühling, da regnet es ein bisschen mehr, da sieht man, wie viel Wasser dieser Baum gekriegt hat auf natürlichem Wege. Und im Sommer würde man sehen, okay, der kriegt ganz schön wenig Wasser, oder? Der You kriegt are ganz now schön viel muted. Wasser. Man kann also sehen, okay, er bräuchte jetzt meine Hilfe oder nicht. Und dann kann man gezielt rausgehen und mit den Bäumen vor Ort helfen, damit die halt überleben. Ja, der Bezirk macht auch was, der gießt auch ab und zu, aber im Hochsommer ist es halt gar nicht so schlecht, wenn die noch extra Wasser kriegen können. Da so eine Seite, da hat jemand echt eine tolle Idee gehabt, die kommt nicht aus Amerika, die Idee, hat die adaptiert nach Berlin und da kann man sich das Ganze angucken. Unten in den Folien habe ich immer noch hingeschrieben, den Link, da kann man sich mal reingucken und im Nachgang selbst ausprobieren, was das bedeutet. Ja, und dann gibt es Mundraub. Tolle Seite, da, weil nicht jeder Baum ist bunt und hat Kirschblüten, wo keine Kirschen dran wachsen, sondern manchmal kann man die auch essen. Also essbare Bäume, essbare Sträucher. Und diese Webseite ist dazu da, dass die Leute rausgehen und sagen, so, ich habe hier einen Baum gefunden, da sind essbare Früchte. Beziehungsweise man kann natürlich auch in den Baumkataster von Berlin rangehen und sagen, da gibt es natürlich, gibt's auch, es gibt Esskastanien, es gibt Birnen, es gibt ganz viele Nussarten. Und dann kriegt die gleichen Informationen raus. Und hier halt, die Webseite sammelt halt die Punkte und noch ein Bild, damit man den Baumacher kennen kann. Also hier um die Ecke ist ein Johannisbeere. Weiter die Straße runter, bei der müsste eine Kita oder die Schule sein. Da ist eine Nuss zu sehen. Da kann man also Nussbaum, wenn man weiß, wann die Nüsse reif sind, kann man da hingehen und
Man kann sich einfach die Nüsse nehmen. Das sind öffentliche Bäume, man kann die einfach essen. Da gibt es ganz viele von diesen Bäumen, wo man einfach am Straßenrand dann die Früchte essen kann. Andere tolle Sachen, wenn wir schon bei Wasser waren, Trinkwasser. Ja, man kann natürlich einfach, das Trinkwasser ist gut, das ist ein Lebensmittel. Man kann also Wasser aufmachen und das Ganze trinken. Manchmal schwankt das Ganze, die Wasserqualität. Am meisten ist die gleich und wenn die nicht gut sein sollten, dann gibt es natürlich eine Warnung von der Stadt. Aber es gibt eine Webseite, die kam ursprünglich aus Heilbronn, die Idee. Haben wir in Berlin auch gemacht. Da kann man sehen, okay, wo kommt mein Wasser eigentlich her? Ja, in Berlin gibt es, sieht man hier ganz oben, in der obersten Leiste, sieht man so verschiedene Orte, wo Wasserwerke sind. Das sind 7 bis 9 Stück, irgendwie sowas in Spandau, Klade und so weiter. Dann wird das Wasser ein bisschen durchgemischt und kommt dann am Ende zu Hause an. In dem Wasser sind ganz viele Sachen drin, die Natrium, Kalium, was auch immer das ist ein bisschen Chemie. Die Webseite erzählt das, was es ist, wozu Kalium gut ist und ob ein hoher Wert oder ein niedriger Wert gut oder schlecht ist für einen. Und man kann vergleichen, zum Beispiel Wasser ausgesucht, okay, das Wasser Wolwig hat halt einen Kaliumwert von irgendwie 6. Mein Trinkwasser aus der Leitung hat einen Wert von 7. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, meine Leitung war 7,9 sogar. Genau. Also das Leitungswasser ist richtig gut, hat ganz viele Zusatzstoffe und man kann damit ganz viel machen. So. Und diese ganzen Daten, die gibt es. Ah, noch eine Folie dazu. Es gibt noch eine weitere Beispiel, zum Beispiel Kfz-Zulassung. Ist ein bisschen weiter weg, kommt da vielleicht später, wenn ihr dann volljährig seid, ab 16 kann man ja schon Auto fahren mit Eltern zusammen. Gibt immer so eine Sachen, wo man warten muss. Ne? Das kann bei Zulassungsstellen sein, das kann beim Bürgeramt sein. Man geht dorthin, holt sich einen Termin oder manchmal geht man spontan hin und muss dann irgendwann warten. Und dann gibt es hier diese Grafik, die ist jetzt aus Heilbronn. Da sieht man, da wurde geguckt, was waren die Wartezeiten der letzten 7 Wochen. Und da wurde halt geguckt, okay, 7 Wochen, wie war es denn Montagmorgen um 7:30 Uhr? Und jede Woche hat einen Kreis bekommen. Je kleiner die Kreise, desto kürzer waren die Wartezeiten. Dann sieht man also, dass die Wartezeiten ansteigen und zum Beispiel hier am Donnerstag, frühen Nachmittag, da waren die Wartezeiten meistens sehr, sehr lange, rot und manchmal auch ein bisschen grün. Da kann man, ja, entweder hat man Glück oder Pech. Wenn ich also mich aussuchen könnte, wenn ich Auto zulassen möchte oder wo auch immer ich warte, würde ich natürlich einen Ort oder Uhrzeit wählen, wo ich weniger warten muss. So, Webseite mit tollen Daten, die aufbereitet worden sind. So, Daten gibt es ganz viele. Zum Beispiel hier ist noch eine Übersicht. Die offenen Daten, die es gibt, werden oftmals so in etwa 10 Kategorien eingeteilt. Und ihr seht, das ist eigentlich alles, was man an sich so denken kann. Da gibt es auch Daten. Von Bevölkerung, Bildung ist ganz wichtig, bis Verkehr, Politik, alles sowas. Und wo es diese Daten gibt oder was die Daten sind, das ist ganz einfach. Offene Daten sind Daten, die von jedermann frei benutzt, weiterverwendet und geteilt werden kann. Ganz wichtig, das ist so, es gibt mehrere Definitionen, das ist eine, die es auch sehr gut umschreibt. Ja, alles, ja, was das genau bedeutet, erzähle ich euch jetzt. Nämlich, das Wichtigste ist, die Daten müssen hier irgendwo sein. Und oftmals werden offene Daten gleichgesetzt mit Daten, die von der Stadt kommen oder von Land, von der Kommune, also vom Government heißt es im Englischen. Sachen, genau. Und diese Daten gibt es einfach im Internet. Du kannst die Webseite von Berlin.de aufmachen oder von wo auch immer. Und alles, was du im Internet findest, ist nicht offen. Du darfst es nicht verwenden. Wenn du mal guckst, auf der Webseite gibt es immer ein Impressum. Und im Impressum steht meistens drin so, ah ja, was du hier siehst, das darfst du zwar angucken, aber du darfst es nicht weiterverwenden, darfst damit nicht rumspielen und am besten gar nichts machen, nur privat benutzen. So, alles, was irgendwie im Internet ist, ist nicht offen. Das ist doof. So. Wichtig ist der zweite Smiley, du brauchst eine Lizenz. Eine Lizenz sagt, was du damit machen kannst mit so einen Daten. Was eine Lizenz ist, erzähle ich auf der nächsten Folie. Aber das ist schon mal gut. Das kann auch ein PDF sein. Das ist völlig egal. Irgendwas im Internet mit einer Lizenz, wo dran steht, du darfst es benutzen, frei benutzen, ist schon mal offene Daten. So. Warum PDF? PDF ist eigentlich dazu zum Ausdrucken.
Ja, wenn du Pech hast, sind da eingescannte Dokumente. Ja, kann man halt abtippen, die Daten. Macht halt nicht so viel Spaß, aber man kann die trotzdem nutzen. Die nächstbessere Stufe von Daten, die man kriegen kann, ist mit einer offenen Lizenz und etwas Strukturiertes. Strukturiertes kann beispielsweise eine Excel-Datei sein. Irgendwas, wo eine Tabelle drin ist. Ich kann eine Tabelle nehmen. Wenn ich Excel mal gekauft habe, ist ja ein bisschen kostenpflichtig, kann ich dann auch mit Copy-Paste mir die Sachen rauskopieren. Aber halt, ich muss eventuell die Software kaufen. Aber Daten sind schon mal etwas besser und strukturierter da. So, der nächste bessere Format ist das mit dem zwei Herzen im Auge. Ein offenes Format, eine offene Lizenz und damit kann ich Ganze machen. Zum Beispiel eine CSV-Datei. Das ist, das kann Excel auch machen, auch aufmachen. Das ist halt eine Liste, aber nicht im Bund. Excel kann ja ganz viel bunt machen und was rechnen. Aber eine CSV kann das nicht, ein einfacher Textdatei. Die kann jedes Programm öffnen. Also brauchst nichts, irgendwas einkaufen oder so. Und damit kann man Ganze machen, weil die ganzen Computer oder was, wenn ich was programmiere, kann ich mit dem CSV ganz viel machen. genau. Und das ist das, was man im Internet ganz viel findet. Man findet ganz viel, also CSV und ähnliche Dateien. Zum Beispiel für Geo-Sachen, wenn man irgendwas mit einer Karte anzeigen möchte, gibt es halt ein entsprechendes Format für Geo-Informationen, wo ein Punkt auf einer Karte ist und so weiter. Und dann gibt es Sachen, die dann werden natürlich noch viel schöner, also langsam durchgeht, ist schwierig zu erklären. Nächstens bei zwei Smileys, das sind dann Daten, die eine eindeutige URL für die Datensätze haben, eine RDF-Datei und eine Querverlinkung von Kontext, eine Linked Open Data, LOD. Das ist dann so, dass sogar Computer Querverweise hinkriegen. Ja, das ist, wenn ich eine Info habe, die Liste mit meinen Bäumen und in der Datei steht nicht drin, das ist eine Sauerkirsche, sondern einen Link, dass es eine Sauerkirsche ist und mit dem kann ich weiterspringen zu einer Infoseite, also zu einem Datum, was eine Sauerkirsche ist. Das ist ein Baum, das ist Gattung, was weiß ich nicht, irgendwelche Hölzer oder sowas. Und dann kann ich von dort weiterspringen zum nächsten. Was ist denn ein Baum? Und ach, ein Baum ist das, was in der Erde ist. Also kann ich ganz viel von A nach B hüpfen. Und die Information, also semantisch heißt das, erfahren. Ich kann es verstehen, ein Computer auch. Das sind dann die unteren beiden. So, das wäre so das Beste, wenn wir so querverlinkte Informationen haben. Wo man das findet, zeige ich euch etwas später. Aber es gibt ganz tolle Sachen, was auf den Daten sind. Aktuell findet man ganz viel CSV-Dateien und was ich sage, gut, ich nehme auch PDF. Alles, was offen ist, nehme ich gerne. So, Lizenzen, das ist das, was ganz wichtig ist. Normalerweise, Impressum steht halt drin, darf nicht benutzen. Was ich gesehen habe, ich habe mal versucht, eine App hochzuladen bei so einem App Store und Apple und bei Google. Da musste ich anfangen, so eine Nutzungslizenzen zu lesen. Und bei Apple waren das dann wirklich über 50 Seiten, bei Google über 30 Seiten auf Englisch. Und alles, was ich lese, kann ich falsch machen. Ja, also bei Apple habe ich über 50 Mal die Chance, was falsch zu machen, bei Google auch. Und das ist doof. Ich muss ja verstehen können, was ich möchte. Und wenn ich also Daten nutze oder was auch immer ich nutze, ich will am besten nichts machen müssen, also keine Verpflichtung haben. Und da gibt es auf der rechten Seite, sieht man da die Creative Commons Lizenzen, die CC-Lizenzen. Ein ganz einfaches Beispiel, die CC BY, also einfach nur eine Creative Commons Lizenz mit Namensnennung. Das heißt, auf einer Seite ist übersichtlich zu sehen, was ich machen darf und was ich nicht machen darf. Ja, ich darf mit den Sachen, die ich darüber bekomme, solche Daten, die darf ich einfach benutzen. Ich darf die teilen, ich darf die verarbeiten, ich darf die jemand anderen weitergeben. Und das Einzige, was ich beachten muss, ist, ich muss den Menschen die Quelle nennen. Ich muss sagen, Achtung, ja, die Daten habe ich auch von berlin.de oder von dem Berliner Portal oder sowas. So, das ist die einzige Aufforderung. Noch einfacher ist, ich habe die Creative Commons mit Null, Zero. Da muss ich wirklich nichts machen. Ja, ich kann die nutzen, ich kann die weiterverarbeiten, ich darf sogar vergessen zu erwähnen, woher ich sie her habe. Alles in Ordnung. Da kann ich nichts falsch machen. Ja, wenn ich hier was falsch mache bei der CC BY-Lizenz, kann man mir schreiben, übrigens, du hast vergessen, die Quelle hinzumachen, bitte ändere das, du bist verpflichtet. Ja, aber das sind wie viel weniger Probleme, die ich kriegen kann, als wenn ich bei Apple über meine 50 Seiten lesen muss. Da mache ich bestimmt irgendwo einen Fehler. Und ganz wichtig bei offenen Daten ist, da sind keine personenbezogenen Daten drin. Ja, also alles, wo ich mitkriegen kann, dass da irgendwie ein Name einer Person ist oder Rückschlüsse auf die Person ziehen kann. Zum Beispiel, es wohnt
ein Thomas irgendwo hier in Pankow und es gibt nur einen, dann ist klar, dass ich das bin zum Beispiel. Also das sollte nicht passieren. Alles das sind keine offenen Daten. Das macht es auch einfacher, dann gibt es ja ein Datenmapper nicht. Ja, ich kann halt keine Personenverzeichnis rausgeben. Punkt. Oder wenn ich halt irgendwo Personen habe, kann ich ja die einfach nicht mit in den Datensatz raustun. Ja, dann gibt es die Daten einfach ohne die Spalte mit den Vornamen. So, und was mache ich jetzt mit den Daten? Ja, was mache ich da? Es gab bei JugendHackt, da war ich dabei, 2014 war das, glaube ich. Da gab es ein Team, was gesagt hat, okay, es gibt Daten, wo die, also es war kurz nachdem Snowden bekannt gegeben hatte, dass wir alle überwacht werden. Ja, da war natürlich, war natürlich, wenn man sensibilisiert zu sagen, okay, wie können wir der Überwachung entgehen oder ausweichen? Und da haben die Jugendlichen gesagt, okay, ich suche mal die Überwachungskameras, die gibt. Ja, es gibt, gab eine Liste von Kameras, die im öffentlichen Raum waren. Ja, in Berlin gibt es ganz häufig an irgendwelchen Ministerien gibt es Kameras, an Botschaften, die zeigen nicht nur nach drin, sondern auch nach draußen. Und dann haben sie gesagt, okay, mit der Liste möchte ich gerne einen Weg rauskriegen, wie ich an den Kameras vorbei nicht gesehen werden kann und trotzdem mich in Berlin bewegen kann in der Innenstadt. Und sie haben einfach sich eine Armband gebastelt. Das Weiße ist das Armband, 3D gedruckt, da ist ein Vibrationssensor drin. Und mit den Daten im Gepäck sind sie losgelaufen, konnten durch die Stadt. Und immer wenn eine Kamera in der Nähe war, wo man eventuell aufgezeichnet werden können, hat das Armband vibriert. Also konnte man, okay, sich einen Weg raussuchen, wo man ungestört, unbeobachtet einfach langlaufen kann. Wie ich mir eigentlich vorstelle, wie man in der Stadt sich bewegen kann. So. Dann gab es die Schnarchbox. Die gab es auch von Jugendlichen. Sie haben gesagt, okay, morgens aufstehen, Wecker klingeln, ab zur Schule. Die mussten halt auch mit dem Auto anreisen, weil sie auf dem Land wohnten teilweise. Ja, was ist denn nun, wenn Stau ist? Na, dann muss ich eigentlich später losfahren, weil ich stehe eh im Stau, muss ich. Ja? Oder wenn die Bahn zu spät kommt. Ja? Wenn es heißt, okay, ich renne bis zum Bahnsteig und da steht drauf, ja, in 20 Minuten kommt aber erst die Bahn, weil die verspätet hat. Da kann man einfach 20 Minuten länger schlafen. Und das war ihre Idee. Die haben einfach dann geguckt, die Daten genommen von der Deutschen Bahn und haben geguckt, Verspätungsdaten zusammen mit den Wetterdaten und noch irgendwas mit wegen den Stausachen. Haben die zusammengemischt, haben noch eine kleine Uhr gebaut, die haben sie echt noch gebaut und haben das zusammengetan, haben dann ihren Wecker gebaut, ihren eigenen Wecker mit genau diesen Informationen. Das heißt, die wurden jeden Tag zu einer Uhrzeit geweckt und konnten damit schlafen. Und sie meinten so, im ganzen Leben verschläft man 24 Stunden oder andersrum. 24 Stunden kann man sparen, wenn man rechtzeitig, also zu richtigen Zeitpunkt, einfach aufwacht und aufsteht. So, und dann geht es weiter. Genau, Daten fliegt zu mir. Und zwar, überall gibt es Daten. Wie gesagt, meistens sind die Daten von den Regierungsstellen. Und dafür gibt es ein Portal, das GovData-Portal. Da sind alle Daten aus Deutschland drin, die von den Bundesministerien kommen, von den Bundesländern, von den Kommunen, von den Kreisen. Also Deutschland ist ja vielschichtig aufgebaut und alle haben irgendwo Daten und alle können die Daten teilen. Und die findet man genau in diesem Portal. Da kann man durchsuchen und findet man Daten von überall. Oder fast, ne? Es machen halt nicht alle Bundesministerien mit, es machen nicht alle Bundesländer mit, Kreise auch nicht und die Kommunen auch nicht. Nö, passiert nicht. Ich habe mitgebracht eine Karte von den ganzen Kommunen. Es gibt also Kommunen, sowas wie Städte und Dörfer und Gebiete rundherum. Davon gibt es in Deutschland etwa 11.000. Von diesen 11.000 Kommunen machen hier, wie man sieht, einen Bruchteil mit. 150, 200, irgendwie mehr aber nicht. So, man kriegt nicht so flächendeckend Daten, wie man gerne haben möchte. Ja, Berlin ist gut, Berlin ist halt die größte Stadt, haben wir einen Vorteil. Daneben Potsdam ist auch noch gut, die bringen auch Daten raus und danach ist erstmal ja, nicht viel los in Brandenburg. Und dann geht es halt weiter in Nordrhein-Westfalen, also ganz links, da sind ganz viele Kommunen, die mitmachen und ganz viele Städte, die mitmachen. Da macht es schon mehr Spaß, aber ja, Daten finden ist so eine Sache. Notfalls fragt jemand. Wenn ihr eine Idee habt, dann fragt einfach jemand, der sich auskennt, wo man eventuell die Daten finden kann. Gerne mich, kein Problem, oder jemand anders. Daten sind aber wichtig, weil sie an sich bezahlen wir sie ja schon mit unseren Steuergeldern oder Mama und Papa mit ihren Steuergeldern.
sind also da, sind vorhanden und die möchte man eigentlich nutzen. Und Hamburg hat als erstes den Weg bereitet, nicht nur Daten drauf zu geben, sondern eigentlich alles. Deswegen Transparenz. Sie haben ein Transparenzportal gebaut. Da sind auch Open Data drin, also alles mit Daten zu tun hat, aber auch alles, was mit Text zu tun hat, PDFs und anderen Sachen. Verträge und Dokumente, die von irgendwo rumfliegen. Ist ganz wichtig, da kann man nämlich gucken, was passiert. Man kann da mit den Daten auch rumspielen. Auch in PDFs mit ganz viel Text, manchmal auch Daten drin. Ja, wenn irgendwo ein Politiker sagt, ich habe hier mal eine angefragte Liste von, was weiß ich, kaputten Brücken, dann stehen die drin. Dann hat man irgendwo ein langes PDF mit ganz vielen kaputten Brücken. Das sind auch Daten, man kann damit ganz tolle Sachen machen. So, und die gibt es auch, also hier sind so 150 Städte und Kommunen, die haben halt Portale und da sind die, hat eine Kopie von den Daten drin oder eine Kopie von den Informationen zu den Daten. Hier in Berlin haben wir auch eins, das ist das data.berlin.de. Da gibt es halt über 2000 Dokumente und Daten, da kann man schon ganz viel finden. Auf der rechten Seite haben wir Frag den Staat. Das ist, dass wenn man halt mal keine Daten findet, kann man einfach nachfragen. Hallo Staat, hallo Stadt. Hast du mal Informationen für mich? Und zwar kommen da meistens PDFs raus, aber da sind genauso viele Informationen drin, wie man haben möchte. Es war dieser erste kleine Smiley, das ist klar, da ist eine Lizenz hinter, die darfst du benutzen. Das ist das Wichtigste. Also da, wo diesen Portalen kriegt man Informationen mit einer Lizenz, man darf sie wirklich frei nutzen. Und unten drunter ist OpenStreetMap. Das ist halt eine Karte, die von uns allen erstellt worden ist, beziehungsweise wo wir alle mitmachen können. Alles, was man draußen sieht, wird dort eingetragen. Ja, ist halt jeder Poller, jede Straße, jeder Baum auch nochmal verzeichnet. Es ist ein Gemeinschaftswerk von ganz vielen Freiwilligen und da kriegt man auch Daten. Man kann dort auch Daten abfragen. Die Lizenz ist auch offen, man darf sie benutzen. Weiter geht es dann Wikidata, also Wikipedia ist klar, Wikipedia ist ja eine der größten Webseiten im Internet mit ganz viel Wissen, was gesammelt wurde, wieder von allen gemeinsam gesammelt. Und dort gibt es den Bereich Wikidata, da sind Informationen abstrahiert. Das sind diese Linked Open Data, das war da ganz durchgeknallte Emoticon. Da kann man sich durchhangeln und Abfragen stellen. Die sind etwas komplizierter, die Abfragen. Da muss ich auch mal nachfragen, wie das funktioniert. Aber da kriegt man die Informationen raus. Ich hätte gerne alle Großstädte in Deutschland, die einen männlichen oder weiblichen Bürgermeister haben, der nicht älter als 20 Jahre ist und diese ganzen verknüpften Informationen. Und dann fällt am Ende einfach eine Liste raus mit Bürgermeistern, die genau diesen Kriterien entsprechen. Schwierig abzufragen, aber tolle Informationen, die man kriegen kann. Rechts davon ist der Datenguide. Das ist auch ein Problem. Ursprünglich sind die Daten, die da sind, in den Statistikämtern. Ja, Deutschland hat so mehrere Statistikämter, über 10 Stück. Und da sind die Statistiken zu den Bundesländern und zu Deutschland drin. Die kann man aber ganz schlecht abrufen. Aber da gibt es Daten, die so flächendeckend sind, also zu ganz Deutschland. Aber da damit Daten abzufragen, soll ganz schwierig sein. Und dieses Portal macht es einfach einfacher. Das hat die Daten einfach abgerufen einmal. Hat die gecached, also vorrätig gehalten und eine ordentliche Möglichkeit gegeben, die Daten abzufragen. Also da die Daten zu nutzen, ist einfacher als im Originalportal. Und ganz wichtig aktuell, natürlich, wir haben eine Pandemie, es gibt auch Daten zu Covid-19. Ja, da hat das Robert-Koch-Institut, hat seine Daten rausgegeben, in den Datenhub, und man kann sie abrufen. Wie man unten aber schon mitkriegt, also die URL ist nicht ganz so simpel, die ist relativ kryptisch. Und genau das ist mit den Daten aber auch. Gut, dass die Daten da sind, gut, dass man sie nutzen kann. Sie sind aber nicht so prickelnd. Also es gibt ganz viele Datenjournalisten, die die Daten ja auch aufbereiten und auch nutzen. Und wenn man da ihre Tweets liest, die Daten werden irgendwann zwischendurch mal geändert, das Format wird geändert, die Informationen, die rausgegeben werden, gut, dass sie erweitert werden. Jetzt, am Anfang waren es halt nur die Probleme, die Toten, in Krankenhäusern mittlerweile sind auch die Geimpften drin. Also die Daten werden immer besser, also die Informationen werden immer besser, aber die Abfrage, die ist nicht so prickelnd. Ja, man kann sie trotzdem nutzen, aber auf Twitter sieht man halt ganz häufig die Probleme, die in dem Portal ist. Ist halt, ja, nicht jedes Portal ist einfach zu bedienen und das ist eins von denen, was etwas schwieriger ist. Auch wenn die Daten halt ganz toll sind.
So, und jetzt wollte ich euch mal zeigen, ich habe hier nämlich hier, euch mal zeigen, was man mit Daten machen kann. Und ich habe da mal das Video von Sebas, das hat mein Sohn mir gezeigt. Tolles Spiel ist dieses Jahr rausgekommen. Und ich zeige euch mal den Trailer davon, was man mit dem, was dieses Video eigentlich machen, was man machen kann. So, das war ein Teil der erste Teil des Trailers. Hab das Video gesehen und dachte mir so, boah, das würde ich auch gerne mal programmieren. Ein Softwareentwickler, ich kann ganz viel programmieren. Das nicht, aber ich dachte mir so, warte mal, die Daten habe ich doch. Also ich habe die Daten wiedererkannt. Die Macher von dem Spiel sind rausgegangen, haben ganz viel wahrscheinlich abfotografiert, abgemessen. Sie haben einen Teil von Berlin, haben sie digitalisiert, aber die Daten erkenne ich wieder. Also wie sieht man hier, wie man so einen Bus aufbaut? Die Daten habe ich natürlich nicht, die gehören natürlich dem Bushersteller, aber hier sind Laternen zu sehen. Ich habe hier so einen Mülleimer, ich habe hier einen Fahrradweg, der irgendwie abgegrenzt ist. Irgendwelche Zäune, einen riesengroßen Werbetafel, hinten Häuser, Bäume. Bäume schon gesehen, ne? Baumkataster kenne ich ja. Ja? Daten sind da. Oder hier ein anderes Screenshot. Ich habe hier Schilder, also irgendwie so eine Barke unten, oben drauf noch ein Schild, dann über ein 30er-Schild, Markierungen auf der Fahrbahn, irgendwie Bordsteine, die erhöht sind oder abgesenkt sind, Sträucher, also ganz viele Informationen. Und wenn ich so ein Spiel nachbauen würde, würde ich einfach mal gucken, in dem Datenportal von Berlin gibt es, also von diesen 2000 Datensätzen, man muss schon wissen, man muss einfach rumstöbern. Die Sachen sind schwierig zu benannt. Also ich würde anfangen mit einem Satellitenfoto. Ja, also wo Foto von oben. Das hilft schon mal am Anfang vom Bauen. Das heißt aber digitale Orthofotos oder digitale farbige Orthofotos, das heißt DOP, mit kryptischen Zahlen von 2020 in 20 Zentimeter Auflösung für einen Pixel. Also ganz verschiedene Sachen. Die Namen rauszukriegen ist verdammt schwierig. Meistens sind es Fachwörter. Aber sie gibt es. In dem Fall Berlin hat wirklich jedes Jahr ein Foto von Satellitenaufnahmen rausgegeben. Manchmal sogar mehrere. Manchmal ist auch die Bäume, alles, was bewuchs, ist alles, was noch ein bisschen lebt, eingefärbt in Rot. Ja, dann sieht man, okay, hier sind überall Bäume, Sträucher, Wiesen. Gibt es auch. Also hier kann man ein bisschen reinzoomen, ist ein etwas schärfer das Bild. Das wäre so eine Grundlage. Ich könnte einfach so ein Satellitenbild nehmen und darauf anfangen, meine Map aufzubauen. Findet man bei OpenStreetMap ja auch oder bei Google Maps oder wo auch immer, dass man, wenn man nicht in Berlin ist, hat man halt nur genau so ein Satellitenfoto und mehr Informationen ist nicht. Was ich da drauf tun würde, ist natürlich als erstes ein Haus. Ja, und ach, siehe da, Berlin hat vor vielen Jahren alle seine Häuser 3D aufgenommen. Das sind so 560.000 Häuser, die Berlin hat. Und zwar in Kästchenform mit so einem schrägen Dach und so weiter und in Bunt und Farbe. Ne? Bunt und Farbe, weil Berlin hat das. Nordrhein-Westfalen hat das auch gemacht als Bundesland. Noch mehr Häuser, aber alles nur graue Blöcke. Ne? Die haben nicht ganz, hat nichts bunt gemacht, aber Berlin hat bunt und in Farbe und in schön. Auf der Webseite kann ich jedes einzelne Haus anklicken, wirklich jedes einzelne, und kriege dann genau diesen Block mit den Texturen außenrum und kann es exportieren. Oder einfach alles oder sowas. Es geht auch, alle 560.000 Häuser. Die kann ich einfach auf meine Map draufsetzen. Hier sieht man, hier unten drunter ist halt nur eine normale Karte, aber mit einem Satellitenfoto, da sieht das ja fast schon aus wie in echt, wie so ein echt, wie in Berlin. So, und dann gibt es den Datensatz, den liebe ich, mit dem habe ich noch nie rumgespielt, aber der ist echt super. Der heißt Straßenbefahrung 2014. Ja, und da versteckt sich ganz viel tolle Sachen drin, wenn man es hinweist. Die Straßenbefahrung gibt es dieses Jahr, glaube ich, auch nochmal, 2021. Wird gerade gemacht. Es sind
2014 sind zwei Autos losgefahren und haben zwei Autos, haben mit Radarsystem, mit allem, mit Fotokameras, glaube ich auch, sind die rausgefahren und haben ganz Berlin abfotografiert, abgefilmt. Ja, der eine Nordberlin, der andere Südberlin. Und die Daten haben sie zusammengetan und haben dann mit Auswertung ihres Radars und ihrer Bilder, haben sie Informationen gesammelt und ausgewertet. Hier sieht man so eine Liste von Informationen, die auf einer Karte drauf sind. Ich habe die mal, das ist eine lange Liste, zwei ganze Bildschirmhöhen, ein bisschen rausgezoomt sogar, hereingezoomt. Das ist da alles drin. Und auf der Karte sieht man so ein bisschen, wie das aussehen könnte, nur halt nicht in hübsch. Klar, das Graue sind einfach nur die Fahrbahnen. Ja, ich habe hier eine Fahrbahn, richtig so mit Umriss. Ich weiß also, wo meine feine Fahrbahn ist, wo mein Bus drauf fahren könnte. Ich habe aber auch drunter Fahrbahnmarkierungen, und zwar als Fläche, als Linie und als Piktogramm. Weiß also, wo die gestrichelten Linien sind für die Fußgängerüberwege, wo die Stopplinien sind für die Autos, auch die Abbiegepfeile, das sind dann diese Piktogramme. Das sind dann echt dann die Pfeile zu sehen oder die Achtung, Schulkinder auf dem Weg. Die Informationen sind alle da. Und dann geht es weiter. Ne? Ich habe Gehwege, klar. Also ich meine, das Gestriche sind, glaube ich, Gehwege. Irgendwo hast du so ein so eine gleich gelbe Markierung, das sind wieder andere Daten. Die Haltebereiche für Busse. Und manchmal ist es echt schwierig herauszufinden, was das wirklich ist. Ja, es gibt solche Lichtsignalanlage. Gut, das weiß ich schon, das ist eine Ampel. Ja, eine Ampel heißt Lichtsignalanlage. Und da habe ich ein Handsteuergerät. Wahrscheinlich diese gelben Drückerli, um den Ding zu rufen, ist vorhanden und irgendwo war sowas Ähnliches für Fahrräder. Anforderungstaste für Radverkehr. Exakt das Gleiche. Ja? Und 1000 Informationen. Was da auch sind, sind die Masten. Den Mast für eine Lichtsignalanlage. Und es gibt Mast und es gibt auch sowas wie Verkehrszeichen. Da heißt es, okay, ich habe einen Mast für meine Verkehrszeichen und da sind Informationen dran. Alle Verkehrszeichen von oben oder von unten durchnummeriert und Informationen dazu. Und da steht dann drin, okay, das ist ein Abbiegepfeil. Irgendeine Nummer von irgendeinem, kann man eine STVO durchlesen. Alle Nummer, die ganzen Zeichen. Alle drin, alle abgebildet und auch wohin die zeigen. Also auch das ist wirklich ein Gradwinkel drin, wohin die dann die Schilder zeigen. Und die ganze Stadt, alles, was sichtbar ist, alles, was bis zu dem, hier ist es weiß, ist wahrscheinlich ein Haus oder sowas oder ein Park, bis dann ist alles aufgenommen und sichtbar. Sind sogar, habe ich gestern nochmal gefunden, sogar Sachen, die man gar nicht sieht, sind drin. Nämlich die, wenn du ranfährst als Auto, hast du unten drunter ab und zu so eine Sensoren, die mitkriegen, oh, da kommt ein Auto und dann wird die Ampel auf grün geschaltet, sonst bleibt es einfach auf Dauerrot. Selbst diese nicht sichtbaren Sachen sind auch aufgenommen worden. In diesen Informationen kann ich genau das nachbauen, was in Sebas drin ist. Ich kann meine Bordsteine machen, ich kann alles einzeln hinsetzen, die Bäume. Also bei Sebas war es so, dass die Bäume teilweise gleich aussehen. Ich habe die ganzen Informationen zu den Bäumen ja da. Die ganzen, wie groß der ist, wie groß die Krone ist. Also ich könnte die Bäume sogar noch etwas detaillierter als bei Sebas herstellen oder generieren lassen. Und hier geht es weiter. Also komplett alles, was man braucht. Die weißen Flächen sind dann Häuser meistens. Man sieht ja auch Hauseingänge. Bei H irgendwo. Nee, irgendwo von Hauseingängen. Also man sieht auch ganz viel, was aufgenommen wurde. Und mit diesen Daten könnte ich jetzt genau Sebas nachbauen, ohne den Bus, weil die Daten habe ich nicht, aber dann könnte ich genau alles Mögliche machen. Zum Beispiel gucken, ob der Schulweg sicher ist, weil bei vielen Schulwegen sind, wenn du nicht gleich auf die Straße rennst, vorne Poller aufgestellt oder so Barken und so weiter. Alles ist hier drinne und man kriegt das Ganze raus. Die ganze Information. So, und was macht die Bahn, was macht die NASA? Wenn ich Sebas habe, das Spiel guckt nach, ich setze mich in den Bus und fahre nach den Fahrplan zum Beispiel ab. Ne? Fahrpläne finde ich natürlich bei dem Datenportal der Deutschen Bahn. Datenportal der Bahn hat ja 33 Datensätze, ist jetzt nicht so viel, aber doch so Grundinformationen sind drin. Wie zum Beispiel, wo sind denn meine ganzen Gleise? Wo finde ich denn die irgendwelche Reisezentren da oben? Wann haben die geöffnet? Wann haben die geschlossen? So Basisinformationen, sage ich mal. Kann man bestimmt noch mehr machen, aber sie haben angefangen. Die ganzen lokalen Verkehrsverbünde und so weiter. Die haben auch angefangen, Open Data zu machen, mal mehr, mal weniger. In Berlin haben wir den VBB und der ist richtig stark, der hat auch ganz viele Daten. Und die zusammen, Deutsche Bahn und VBB, da kann man ganz viel machen.
Ja, zum Beispiel hier, zweiter Abteil von dem Datenportal der Bahn, das sind APIs, das sind diese Live-Daten oder Daten, die man direkt abrufen kann. Und da sieht man hier, guck mal, das Gelbe, das sind die Fahrplandaten. Ich kann also direkt nachgucken und wie beim The Bus einfach gucken, wann fährt dann mein Bus, meine Bahn einfach ab und kann dann loslegen. Was ein bisschen fehlt, sind die Live-Daten, die sind hier versteckt in diesen Anzeigetafeln über den Zügen. Da sind immer die Live-Informationen drin. Ein bisschen versteckt, man kriegt es aber trotzdem. Wie man so Live-Daten oder APIs abfragen kann, zeige ich euch mal, indem ich zeige, hier oben, dieses sind Bahnhofsfotos. Da haben, ist auch eigentlich ein Community-Projekt, aber trotzdem, die Bahn hat es bei sich eingebunden, weil das basiert einfach auf Bahnhofsdaten. Und die haben geguckt, sie wollen sammeln für jeden Bahnhof in Deutschland und sogar weltweit ein Foto. Ja, so. Und wie so eine API aufgebaut ist, das zeige ich hier. Das ist die Seite, so eine lange Seite, die zeige ich euch gleich mal so durch drei Schritte. Und als erstes so eine API, sie ist frei, man kann sie verwenden und gibt es so zwei Arten, wie man die API frei machen kann. Und das eine ist einfach, benutzt es einfach. Das kann man machen. Die Bahn hatte gesagt, nee, machen noch einen Schritt davor, wir schalten noch eine Registrierung davor. Die ist aber automatisch. Registrierst dich, kriegst automatisch dann deinen Zugangsschlüssel und kriegst automatisch so ein Kontingent an Abfragen. In dem Fall irgendwie so 10 Abfragen pro Minute. Das ist einfach, wenn ich mehr brauche, schreibe ich eine E-Mail hin, ich hätte gerne mehr Abfragen, dann kriege ich die auch. Es geht dann darum, dass wenn ich halt automatisch Daten abfrage, dass ich, wenn ich einen Fehler habe, wenn mein Skript Amok läuft, dass halt nicht der Server kaputt geht. Deswegen gibt es ab und zu so eine Vorschaltung, eine Registrierung vorgeschaltet. In dem Fall ist halt das vorgeschaltet, habe ich kurz registriert, habe ich 10 Abfragen pro Minute, funktioniert es genauso. Dann sehe ich hier, das ist das Übliche bei so einer APIs. Ich sehe dann so eine Seite, sieht fast überall gleich aus. Ich sehe blaue Kästchen und grüne Kästchen, manchmal auch noch rote Kästchen. Das ist, wie ich an die Daten komme. Ja, diese Get-Abfragen, das sind, Get ist mal, ich bekomme Daten. Das Grüne ist Post. Post heißt, ich verändere Daten und rot wäre, ich lösche Daten. Na, wäre aber doof, wenn ich jetzt einfach hingehe und welche Bilder lösche. Das wäre doof. Und Post, ich kann was verändern. Das wäre jetzt in dem Fall, ich kann mich neu registrieren als neuer Fotograf und das ist halt, ich verändere Sachen, ich füge mich als Fotograf hinzu. Sonst alles nur Get-Endpunkte, heißt, ich kann mir die Informationen auslesen. Zum Beispiel, wie gesagt, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, wo man in mehreren Ländern Fotos hochladen kann oder beitragen kann. Ich kann eine Liste aller Bilder kriegen. Also rufe ich die Webseite auf, in dem Fall api.deutschebahn.com, dann hier slash Bahnhofsfoto, V1, eine Versionsnummer. Und dann geht es weiter mit slash Countries. Dann rufe ich die Webseite auf, einfach oben in eine URL eintragen, kriege dann am Ende eine Liste von allen Ländern, wo das verfügbar ist, dieser Service. Ja, oder ich sage mir slash Stations, dann kriege ich alle Stationen, die in der Datenbank drin sind. Ja, und dann gibt es so Zwischending wie Country und Stations, da muss ich wahrscheinlich irgendwas mit, ich hätte alle deutsche Stationen oder alle, was auch ich, schwedische oder sowas. Und das kann ich machen in der nächsten Folie. Ich klicke also auf irgendeinen so Eintrag rauf und dann gehen Informationen auf. Genau. Slash Country, slash Station, slash ID. Das war so die Grund-URL, die ich aufrufe. Und ich springe mal in den zweiten Block. Da sieht man, das ist Country. Da muss ich einfach sagen, welches Land ich haben möchte. Das ist DE wie Deutschland. Wie gesagt, in der anderen Abfrage kriegt man die ganze Liste von diesen Kürzeln raus. Ich möchte also alle deutschen Stationen haben und in dem Fall noch irgendeine ID. ID of the Station. Weiß jemand zufällig die Stationsnummer von um die Ecke, vom Bahnhof? Ich habe bei Wikipedia nachgeguckt. Da war das auch drin. War ganz einfach. Aber irgendwo gibt es die auch in den Daten der Deutschen Bahn. In diesen 31 Daten gibt es auch eine Liste aller Bahnhöfe. Da sind genau diese Nummern natürlich auch drin. Kann man auch nachgucken. Deswegen sind hier Daten ja da und auch nützlich. Man nutzt sie halt dann auch für andere Sachen. So, und was dann zurückkommen würde, wenn ich jetzt sage, slash DE slash Station slash 6550. Ich kriege so ein oranges Objekt zurück. Das ist mit geschweiften Klammern. Das ist so eine JSON, ein JavaScript-Schreibweise. An sich sind das Key-Value-Paare, also Informationen mit einem Schlüssel und einem Wert. Zum Beispiel steht da Country, also Land, würde wahrscheinlich Deutschland stehen, ein Titel. Ich hoffe mal den Namen der Station.
der Fotograf, den Fotografen und am Ende irgendwas mit einer URL, eine Foto-URL, das ist das, was ich haben möchte, nämlich ein Foto von dem Bahnhof. Und ganz wichtig, eine Lizenz, ich muss wissen, ob ich das Bild frei nutzen darf oder nicht. Kleiner Spoiler, dieses Projekt ist dazu da, dass man die Bilder frei nutzen kann. Es gibt ganz wenige, wo man noch den Fotografen angeben muss. Also ausgefüllt, ich kann unten auf Tryout machen, ich kann also gleich auf der Webseite sagen, probier das mal aus. So, und dann kriege ich die Information. Also intern macht er das erste orange Kästchen oder gelbe Kästchen. Den kann man auch einfach ins Terminal kopieren. Man kann diesen Text copy-pasten machen, in sein Terminal ausführen, kriegt man das gleiche raus. Oder hier oben einfach im Browser die URL eingeben. Das ist das gleiche. Und rauskommt ist der große Block. Und da sieht man, ja, ich bin in Deutschland, ich habe diese Nummer abgefragt und das ist Warschauer Straße. Das ist der Bahnhof, der S-Bahnhof um die Ecke vom X-Rhein. Hier nochmal, wo das sich genau befindet. Und dann sieht man, also ein Stefan hat das fotografiert. Und er hat ein Bild hochgeladen. Gucken wir uns gleich mal an. Und ich darf es benutzen, dieses Creative Commons Lizenz, diese Null, die Zero, was ich euch gezeigt habe, von wegen, mach einfach. Ja, ich kann einfach das Bild verwenden, ich mache keine Fehler. Einfach nutzen. So. Und dann nehme ich diese URL einfach und mache den Browser auf. Und zack, ich habe ein Foto gefunden von meinem S-Bahnhof um die Ecke, der vor ein paar Jahren halt noch gebaut wurde. So, ich hoffe mal, dass er mittlerweile fertig ist. Ich war lange nicht mehr da. Mein Arbeitsweg ist ja gerade irgendwie nicht vorhanden. Genau. Und da habe ich jetzt wirklich fast alle Bahnhöfe von Deutschland. Deutschland hat so mehrere tausend Bahnhöfe. Fast überall Fotos aus der Schweiz, die sind komplett alle Fotos, Österreich. Also ganz viele Länder, da wo man Fotos machen darf. Es gibt Länder, da darf man keine Fotos von Gebäuden machen, weil da irgendwelche anderen Copyright-Beschränkungen sind in dem Land. Aber Deutschland darf man das machen und da kann man die nutzen. Und irgendwie, wenn man eine Anwendung macht mit Bahnhöfen, hat man immer ein Foto parat. Total, sehr schön. So, was man noch machen kann mit so Live-Daten ist Marudua. Das ist einer, der hat sich reingekniet in die ganzen APIs, die Bahn hat. Ja, teilweise sind sie dokumentiert, die APIs, wie gerade gezeigt, in diesen blauen Kästchen und so weiter. Mal sind sie nicht so gut dokumentiert. Und der hat herausgefunden, wie man das auch sinnvoll anzeigt. Er hat eine Webseite gebaut und in dem Fall habe ich, war das jetzt irgendwie am Mittwoch, habe ich die Screenshot gemacht. Und da war gerade wirklich unten dieser ICE 373, der ist ausgefallen. Der hat keine Ahnung warum, der ist gestrichen, also sieht man hinten durchgestrichen. Stattdessen haben sie einen Ersatzzug hingestellt, ja, Ersatzzug für diesen ICE. Und dann fängt es an, das Rote ist das, was man irgendwie, also er hat die Information rausgekriegt, die Information also für alle sichtbar. Und da fängt es an, alles, was man nicht haben möchte als Fahrgast, ne? Eine abweichende ba Wagenreihung. Ja, auf dem Bahnsteig muss man irgendwo anders hinrennen. Wenn man Pech hat, gibt es den Wagen gar nicht, den man haben möchte. Na, es gab eine technische Störung am Zug, na klar, der ist ausgefallen. Da ich den Zug getauscht habe als Bahn, entfallen alle Reservierungen. Ja, also die Reservierung für den ICE 373 gelten im ICE 2901 halt nicht. Alle Reservierungen sind ungültig. Also, na toll. Irgendwelche sonstigen Qualitätsmängel, Störungen, fahrzeuggebundene Einstiegshilfe, heißt, wenn ich einen Rollstuhl habe oder einen Kinderwagen. Die normalen Hilfen sind irgendwie nicht da, wie ich es erwartet hatte. Wenn ich Pech habe, muss ich jetzt, kann ich nicht einsteigen, brauche ich andere Hilfe. Ist doof. Und eingeschränkte Fahrradbeförderung, auch das noch. Also alles schiefgelaufen, das passiert immer beim Ersatzzug. Aber die Informationen sind hier. Und es ist klar, von wo nach wo der Zug fährt. Und in dem Fall fährt er halt nicht in der Schweiz bis Interlaken, sondern du bist nach Basel. Also auch kürzerer Zuglauf ist zu sehen. Und dann wird es was hier für Nerds. Also er hat dann guckt, wo ist der Lok? Wo sind die beiden Loks? Das ist ein ICE. Loks sind vorne hinten und dann gibt es, welche Wagen habe ich? 14, 12, 11, 9, 8, 7, 6. Also Lücke beim Zählen. Aber die ganzen Wagen, was das unten für Wagennummern sind, das A, V, Z. Guckt euch mal bei YouTube die Videos an von Maredor. Der erklärt das ganz toll, was das zu tun hat. An sich kann man reingucken in so einen Plan, wie so ein Zug aufgebaut ist und genau gucken, wo sein Sitz ist. Ja, wie so ein Zug aufgebaut ist, da ist in dem Datenportal der Bahn, gibt es ein PDF, wo zu diesen Kürzeln genau gesagt ist, wie der Zug aufgebaut ist. Wo die Fenster sind, wo die Ablagen sind, die Hutablagen, alles sowas. So, und dann die Informationen, welche Richtung der Zug fährt, wie der Name vom Zug ist. Alles das, was irgendwie für jeden frei verfügbar als Datum ist. Das findet man in so
entweder statischen Daten oder Live-Daten. Oder am besten kombinier es einfach, ne? Also wenn jetzt Marodor noch zu diesen Zügen noch dieses schicke Bild, wie so ein Zug von innen aussieht, drauf macht, dann hätte man ja komplett tolles Abbild des Zuges. Aber ja, ihr dürft es natürlich gerne nachbauen. Ist alles offen und alles frei verfügbar. So, weiter geht's zur NASA. Ich wollte euch Bilder von der NASA zeigen. Und da gibt es auf nasa.de ist ein Verkehrsverbund. Sachsen-Anhalt nennt natürlich nicht. Nein, da NASA. Die NASA wollte ich euch zeigen. NASA, nasa.gov ist dann die mit den Flügen und mit den Raumanzügen. Das ist Alexander Gerst. Der ist herumgeflogen vor ein paar Jahren im Weltall. Und das ist ein Foto, das darf ich einfach so verwenden. Die NASA ist ja riesengroß. Die hat auch ein paar 10.000 Mitarbeiter und die forschen an Teil ganz vielen Sachen. Die fliegen halt ins All, die machen auch ganz viele andere Zweig. Und ich weiß nicht, ob die alles rausgeben oder fast alles. Du darfst es einfach nutzen. Ja, die haben eine riesen Bilddatenbank, die haben ganz viele Daten, die haben ganz viele Projekte, die sie haben. Und alles das kann man nur kostenfrei nutzen. Sie haben so mehrere Portale. Ja, ein Image, also images.nasa, ein Portal mit Bildern, ein Portal mit Daten, ganz viel. Lohnt es sich mal hinzugucken. Und habe ich herausgefunden, mars.nasa.gov, da ist die aktuelle Temperatur, das aktuelle Wetter vom Mars zu sehen. Das ist einfach ein Screenshot, den Sie da drauf haben. Die Daten sind da. Also für Sie ist es wichtig. Na klar, Sie müssten die Daten sammeln, um Ihre Rover und was Sie, die Hubschrauber, was Sie da alles auf dem Mars haben, richtig einsetzen zu können. Am besten mit Vorhersage. Aber die Daten teilen Sie mit jedem. Ja, ist natürlich super für uns, super für die Wissenschaftler. Deswegen einfach, man kann darauf gehen. Und die NASA, ich habe mal so eine Übersicht gefunden auf der Startseite von data.nasa.gov. Die haben ihre Daten in Gruppen eingeteilt. Jede Farbe ist so eine ganz grobe Richtung, was sie so machen. Und dann haben sie Kästchen und in den Kästen stehen noch ganze Zahlen dran. Je größer das Kästchen, desto größer ist die Zahl. Und das sind nicht einfach nur Datensätze, das sind ganze Projekte, die sie gemacht haben. Ich habe einfach mal wild auf ein Kästchen raufgeklickt und geguckt und dann war ich eine Stunde beschäftigt, durchzulesen, was das Projekt macht. Ja, nur ein Projekt mit noch mehr Daten, die sie gesammelt haben. Also Daten über das Weltall, aber auch über die Erde selber. Sie haben ganz viel Forschung über Wasser und Klima und so weiter. Das muss man gucken, was ein bisschen Englisch muss man können oder man lässt sich übersetzen von einem Browser. Ganz viel Klimaforschung und so weiter ist hier drin und da kann man sich stundenlang mit beschäftigen. Über eine Suche, man kann die Suche nutzen oder, aber das ist ja alles mit freien Lizenzen, man kann da ganz tief rein gehen. So, jetzt zurück auf die Erde. Was könnt ihr machen? Ihr wisst am besten, was euch bewegt, zum Beispiel Schule. Ich bin, klar, ich habe Kinder, die gehen in die Schule. Ich kriege auch mit, wenn irgendwas nicht funktioniert in der Schule, dann macht doch was damit, mit den Informationen, die ihr habt. Ihr kriegt ja mit als Erste, wenn was nicht funktioniert. Zum Beispiel im Dezember letzten Jahres, ne, da hat dann die Schulsenatorin von Berlin gesagt, ja, die Pandemie kommt, zweite Welle kommt, ihr dürft nicht mehr in die Schule gehen. Und war irgendwie eine Woche vor Weihnachten war das, dürfen in die Schule gehen. Und zwar ab Mittwoch. Und ihr müsst alle ab Mittwoch früh dann den Lernraum Berlin nutzen. So, das heißt, sie hat gesagt, so, alle über 200.000 Schülerinnen und Schüler, dann die ganzen Eltern natürlich und die Lehrerinnen und die Lehrer und die Erzieher, geht alle Mo Mittwoch früh um 8 Uhr auf die Webseite Lernraum Berlin und macht sie auf. Sie hat also zum DDoS aufgerufen. Alle sollten gleichzeitig eine Webseite kaputt machen. Und das hat sie geschafft. Ne? Zack, war der Lernraum nicht mehr da. Die ganze Webseite war ein paar Tage lang nicht erreichbar, weil alle das Gleiche machen wollten. So. Und das war nach den Ferien genauso. Glaube ich, 4. Januar oder sowas. Da ging es wieder los. Und wegen, ja, Schule öffnen wieder nach den Ferien. Und das Gleiche. Der Lernraum war nicht erreichbar. Und man konnte halt nicht Unterricht machen. Da hat mir gesagt, so, okay, das war irgendwie, war klar, dass das passiert und das ist wieder passiert und bevor es nochmal passiert, ich baue eine Webseite, ne? Ist der Lernraum noch da und da ist genau das, wenn der Lernraum nicht da ist, dann passiert das ein rotes Schild, Achtung, das ist kaputt und das war halt, oder wird dann gelb, wenn er langsamer ist und das grün wurde, hat es ein paar Monate gedauert und das habe ich gestern gemacht, das Foto, gestern war auch mal wieder für 15 Minuten der Lernraum nicht da. Ist eine Ausnahme gewesen. Normalerweise seit wirklich über einem Jahr ist er relativ stabil und mittlerweile ist die Reaktionszeit, also Aufbau einer Seite, so unter einer Sekunde.
Das ist das, was man von der Webseite auch erwartet. Aber erst so seit etwa einem Monat ist das, funktioniert da so richtig schön einwandfrei. Mit ein, zwei Aussetzern, alles normal. Das passiert halt bei einer großen Webseite. Jetzt mal. Aber ja, ich habe gesehen, da gibt es ein Problem mit Schule. Mach doch einfach, hol doch einfach die Daten. Ich habe Monitoring aufgebaut und kann genau sagen, wann der Lernraum da ist oder nicht. Das Gleiche könnt ihr auch machen. Ne? Guckt in die Schule, was braucht ihr? Wo brennt bei euch der Zehennagel oder sowas? Zum Beispiel eine CO2-Ampel. Na klar, Lüften ist ganz wichtig. Wir haben jetzt Wechselunterricht in Berlin. Trotzdem muss mal gelüftet werden. Sonst, wie macht man das? Man kann auch die CO2-Sachen messen. Dafür gibt es von der Sensebox ein richtiges ein Klassenset. Ne? Man kann sagen, ey, du Lehrer, du Lehrerin, guck mal, wir können das gemeinsam bauen für unsere Klasse. Und da kann man einfach hier hingehen, man kann das dann bestellen oder abhängig, wenn man selber kann oder die Lehrkraft es besser kann, selber bauen. Ne? Einfach dann die Hardware kaufen und dann zusammenlöten. Das kann ich nicht, aber die Sensebox ist so ein Fertigding. Einfach bestellen und da kann man es bauen und sieht man halt auch farblich, ist jetzt der CO2-Anteil gut oder nicht oder muss ich wieder anfangen zu lüften. Ja. Und so geht es auch. Ich habe jetzt meiner Schule Lehrer, der sagt, okay, wir haben jetzt die tollen LTE-Boxen bekommen von der Telekom und Vodafone, aber er weiß gar nicht, wo der beste Standpunkt ist. Wo packe ich denn am besten die Geräte hin, damit die ordentlich Empfang haben, weil eventuell ist dann ein anderes Haus dazwischen oder ich muss die drehen oder sowas. Also hat er gesagt, okay, mit seinen Schülern zusammen, wir haben irgendwo Arduinos rumliegen, ja, wir bauen noch ein bisschen 3D, so ein Rack auf. Wir messen einfach. Er hat jetzt so ein aufgebaut, so eine Teststation mit Vodafone-Boxen und Telekom-Boxen und misst jetzt fleißig rum, wo dann der beste Standort in der Schule ist, damit ich am besten WLAN haben kann. Ja, am besten LTE, um dann WLAN aufzuspannen im Netz. Ja, also einfach mal gucken, was kann ich lokal in meiner Schule machen? Ich kann Sensoring machen, ich kann mit Open Data was machen, selbst Daten sammeln. Also das ist egal. Ihr wisst am besten, was für euch, was euch stört, wo ihr rangehen könnt. Genauso mache ich meine Sachen ja auch. Da macht es einfach. Und ganz wichtig, macht es und schreibt irgendwas. Twittert es oder irgendwo, wo ihr könnt, sagt dem Lehrer Bescheid, ich habe was Tolles gemacht und werdet Open Data Königin. Das hier, wenn ihr mal zu Jugend Tech geht, gibt es auch als Aufkleber. Ja, auf meinem Rechner klebt unten drunter, vorne ist alles schon voll, klebt so ein Aufkleber mit Open Data Königin. Das fand ich toll, habe ich mir gleich geschnappt. Sonst bin ich jetzt so gut wie durch mit dem Vortrag. Ein großes Danke an Julia, die hat nämlich den Vortrag so ähnlich schon mal gehalten. So. Und das habe ich mir einmal ein bisschen abgeguckt, weil er so toll aufgebaut war.